Also, willkommen zurück zu einer weiteren Folge ETS. Da und da. Let's go. Hey. Wo ist mein Fokus? Warum kriege ich die Spiel nicht auf Escape? Danke. Dumm. Level 3. Und auch gleich Level 4. Die Mission ist relativ kurz. Und wir sind da schon fast vor Level 4. Wir stehen quasi vor den Toren und klopfen freundlich an. Ja. So. Fahrt vorsichtig. Erstmal Musik anmachen hier. Biege nach rechts ab. Schon auf. Biege nach links ab. Nein. Hallo Leute. Hat keiner gesehen. Natürlich kurz, nachdem ich zum Fischer gekommen bin.
Sag mal, kann es sein, dass die Fahrzeuge auf den anderen Spuren halt wirklich immer stehen bleiben? Auch wenn ich deren Spur noch rein berühre, weil ich war gerade so hier. Also ich war immer noch auf meiner Spur. Ich war nicht mal über den Zebrastreifen, also über der Mittelspur da. Und der LKW da links neben uns, der hat direkt und runter gebremst. Wie so eine kleine Pussy. Hier sollte wieder auf. Weil ich jetzt ein bisschen lang ranfahre. Ich war noch nicht mal über dem Streifen und der bremst. Was ne Pussy. Digga, ich tipp bloß mal kurz auf die Bremse und der bremst direkt komplett bis zum Stillstand hier. Was denn los? That's wild. Sorry Leute, ich hatte irgendwie gehofft, dass die Straßen hier direkt in den Kreisverkehr führen, aber die endet ja hier. Manchmal ist dieses Navi, dadurch, dass die Straßen einfach so abgetrennt sind, echt ein bisschen irritierend. Ich dachte halt, dass sich diese beiden Spuren, also dass die Autobahn dort halt endet und die beiden Spuren in den Kreisverkehr führen. Aber nee, das sind Ausfahrten. Dezent deprimierend. Vor allem im Echten würde man sagen, ja scheiß drauf. Dann habe ich halt ein bisschen verkackt und fahre einfach geradeaus weiter. Und muss dann halt irgendwo wenden. Das Problem ist, das geht ja hier im Spiel nicht. Weil wenn die Straße noch nicht weiterführen, kannst du ja nicht weiterfahren. So, da hast du ja diese Pfeile da.
Also, du kannst ja nicht mal, ja, dann einfach drauf kacken und dann halt den nächsten Versuch, ja, nochmal versuchen umfahren. Naja, was soll's. Diese Ausfahrt. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Demnächst rechts abbiegen. Leider sieht man die Straßenbahn nicht, ey. Voll unfair. Biege nach links ab. Eine neue Route finden. Nein, nein. Doch, das da. Ja. Neue Route finden. So, da wir jetzt noch genug Zeit haben, könnten wir eigentlich direkt pennen gehen. Wobei, ich meine, schon 2 Uhr. Los, eigentlich nicht wirklich. Ja, kommen wir für direkt ins Ziel. Dann haben wir jetzt bei der nächsten Mission einen schönen Sonnenaufgang. Wir sind heile angekommen. Yeah. Cool. Und schon so nähern wir uns langsam der oberen der gesamten Map. So, wir haben genug Geld, das heißt, wir gehen jetzt nochmal zum Service und holen uns mal von der Bank noch 100.000 Euro Kredit.
Einfach mal so casual. Was man so täglich tut so. Und sagen, Service, Altgewehrhändler. Volvo. Bist du ausgewählten Händler? Ja. Und dann, nehmen wir jetzt mal. Hallo? Whatever. Da wollte ich eigentlich hin. So, jetzt haben wir hier so schönes Rot. Ja, sehr geil. Und bestätigen das Ganze. Und den kaufen wir für unsere nette Kollegin hier hinten. Bam. Und schon haben wir 3 LKWs und 3 Mitarbeiter. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. So. Jetzt gucken wir mal, was wir mal so für etwas lukrativere Aufträge haben. Hier für 20.000. Und in Spanien. Und etwas kürzer auch in Spanien, okay. Ich hoffe, wenn man sowas macht, ist auch in Spanien. Aber warum ist alles in Spanien? Ha, oben in Finnland. Ganz ehrlich, ja, let's go. So, wieder Tandem auf Liga. Okay, wir fahren los. Digga, so unten sieht die Straße gar nicht aus. Was machen die Reifen da? Ja, es ist eine Kiesstraße, keine Pflastersteinweg. War schon ein bisschen hart übertrieben. Rechtzeitig. Lang bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Ja, sieht so ein bisschen gut an, ne? Gut, wir haben nur 5 Tonnen drauf. So, schauen wir jetzt mal ganz kurz, was wir hier wieder für Möglichkeiten haben. Ist ja eine relativ lange Strecke. Okay, jetzt aber so einen großen Teil auf der Strecke, die wir schon überall abgefahren sind. Gut, hier unten, hier hinten ist ein bisschen was. Na, ja, let's go. Hey, da. Zeit zu gehen. Und dann rechts abbiegen. Biegen
nach rechts ab. Bitte links halten. Route neu berechnen. Biege nach rechts ab. Aua! Schaden. Eigentlich ist es mein LKW. Gut. Dann würde ich mal sagen, machen wir an der Stelle für die Folge Pause, Feierabend. Und dann sehen wir uns später dann wieder. Zur nächsten Folge. Bis dann.